Da stehen unsere Kühe, die uns die gute Milch bringen. Und aus der unsere Bauern und unsere Käsereien den guten Salzburger Käse produzieren. Einerseits haben wir da ganz verschiedene Sorten. Das war der Frischkäse oder der Weichkäse oder der Schnittkäse. Und was haben die Käsesorten aber ernährungsphysiologisch gemeinsam? Dass sie sehr viel Eiweiß enthalten und zwar einen unterschiedlichen Fettgehalt, aber der Fettgehalt macht nicht so viel aus, weil das ist für unseren Körper ein Milchfett, das sehr, sehr bekömmlich ist. Und das brauchen wir auch. Und was ganz wichtig ist, dass man dieses Eiweiß, was wir da zu uns nehmen, eine Aminosäure enthält. Und das ist das Tryptophan. Und das Tryptophan, wenn wir das gemeinsam zum Beispiel mit Kohlenhydrate zu uns nehmen, dann wird da die Blut-Hirn-Schranke überwunden. Und aus dem entsteht dann das wichtige Serotonin, das Hormon. Wir nennen es auch oftmals das Glückshormon. Und besonders, wenn wir auf die Nacht zum Beispiel Kartoffeln mit Käse essen, dann ist das eine sehr bekömmliche, beruhigende Mahlzeit und wir können gut schlafen.